Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Katoto, beim Clan. Ja, ich bin auf meinem R10 im Clan Häger und wir sehen hier einen wunderschönen Angriff von unserer Nummer 3, den Necromantics, auf die Nummer 2, also 11 auf 12. Ja, wobei man fairerweise sagen muss, das habe ich ja gestern auch, glaube ich, schon mal gesagt, dass natürlich längst nicht so viel Defense-Gebäude, also die Verteidigungsgebäude, auf Max Level sind, das heißt also auf Rathaus 12 Niveau, und mittlerweile gibt es auch so ein paar Sachen, die mich auch immer wieder ein bisschen schlauer machen, und das sehen wir hier jetzt. Wenn ja so eine Kaserne hier im Bau ist, dann ist hier netterweise mal ein Zaun rum, und du siehst ja nicht auf einen Blick, was hat das Ding hier eigentlich für ein Level. Hier sieht man ja jetzt auch keine Sterne rüber, auch bei den anderen nicht, die im Bau sind, aber hier, wenn ihr mal genauer hinguckt, da ist eine römische 2 hier drin. Und müsst ihr mal drauf achten, das geht halt dann bis zur römischen 5. Das heißt also, dann sind es 5 Sterne. Dies ist also ein Rathaus 12 Schräger 2. Also zweite Ausbaustufe hat er schon erreicht. Vielen lieben Dank dem JJ, der mich da aufgeklärt hat, dass man das auch dann erkennt, ohne dass man draufklickt, beziehungsweise man braucht einfach nur mal ein bisschen reinzoomen und schon erkennt man den Status oder den Levelstatus des Rathaus 12ers hier. Also schöne Bowler-Hexenkombi hier, nach wie vor, denke ich mal, auch im Rathaus 11-Bereich. Der Nekromantik ist ja noch ein Rathaus 11er. Immer noch eine starke Geschichte, und da hat er den Warden noch nicht gezündet. Das war natürlich riskant, weil da schon, ich glaube, eine Riesenbombe. Die zweite wurde außen ausgelöst von der Queen oder von der Karre. Und dann gehen die Bowler, und es leben noch richtig, richtig viele Bowler hier. Das seht ihr hier in der Mitte, entkehren die jetzt richtig schön. Und einmal rechts und einmal links. Und jetzt hat er keinen Zauber mehr, aber es ist auch echt nicht mehr viel Verteidigung da. Da stand wirklich doch schon eine ganze Masse. Hier unten noch die Doppelbombe bei der Queen, ja, eine 50er Queen. Tut sich da auch schon ein bisschen weh, aber die Heiler sind natürlich noch im Heck hier. Richtig krasse Sache. Und so fähig da hier ganz gut durch. Aber ihr habt ja den Thumbnail gesehen. Erstmal so ein bisschen so zur Auflockerung, denke ich mal. Ein CK-Kampf ist immer ganz gut. Und wie läuft das eigentlich so in Clans? Wie wird der Clan gemanagt? Wie verhält sich das mit den Spenden? Vor allen Dingen die Spenden sind, finde ich, sehr, sehr spannend geworden. Denn wo du vorher ja noch mit Rathaus 9er relativ viele Max-Spenden-Truppen machen konntest, also vor allen Dingen in Clans oberhalb der 10 oder ab Level 10 kannst du ja, bekommt ja jede Truppe 2 Stufen drauf, und ist das ja jetzt schon ein bisschen weniger geworden. Also nach wie vor ist es, glaube ich, in den meisten Clans so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dass es egal ist beim Farm, vor allen Dingen wo wer welche Truppe hat. Wir haben hier den CK übrigens richtig nett gewonnen, kann man nicht anders sagen. Uns fehlten natürlich ein paar Sterne, dem Gegner aber noch mehr. Und aber nochmal zurück zu den Spenden. Und auch als Rathaus 10er ist es ja gar nicht mal so einfach jetzt Max zu spenden. Also Golem geht schon nicht mehr Max, der geht jetzt schon auf 8. Die Valkyren gehen natürlich noch, Hogrider gehen noch, die Miner gehen auch nicht mehr. Also einiges geht schon nicht mehr. Als 10er geht es gerade noch so, aber als 9er, ja, ich merke das so mit meinen 9ern, wenn dann immer Max gefordert wird, also zum Farmen brauche ich nie Max-Truppen haben. Ich meine, hier fordere ich einfach nur Truppen, ob das jetzt 9er Riesen sind oder 6er Riesen, das ist mir eigentlich egal. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ihr müsst schon ein Rathaus 10 sein, das ist das Witzige, und ihr müsst euren Client auf Englisch gestellt haben, denn ich war heute ganz überrascht, dass es in den For You-Geschichten für mich, da stehen ja eigentlich so immer so Rathaus 10-Geschichten drin, Strategien für Rathaus 10 oder auch Bases für Rathaus 10. Es stand mal was drin über ein Clan-Management. Wenn man hier also draufklickt, und das habe ich heute mal getan, dann kommt man auf www.clashtrack.com, im Moment in EN, man kann es dann auch auf Deutsch stellen, da das hier im Browser bei mir im Emulator ein bisschen doof ist, springe ich jetzt einfach mal auf eine Bildschirmaufnahme, denn dort habe ich den schon geöffnet und habe das Ganze mal mit Thorsten durchgespielt. So, da sind wir jetzt auf meinem Browser. Oh, das ist wirklich klein. Ich habe hier einen riesen Monitor dran. Das muss ich euch, glaube ich, erstmal ein bisschen größer machen. Da müssen wir aber zwar ein bisschen scrollen, glaube ich.
Die Frage ist, ah nee, hier überlappt das immer so ein bisschen. Also das ist so die Startseite. Ich bin im Moment eingeloggt mit Google und bin und habe meinen Account schon mal ein bisschen gepflegt. Den kann man jetzt hier so ein bisschen aufklappen. Man kann den Fortschritt aktualisieren und wenn man dann erstmal hier reinkommt, das ist ganz, ganz nett, dann kann man erstmal sein, ja, wie soll man sagen, man kann erstmal sein Dorf setten, wie viel Armeen habe ich, wie viel Bogenschützentürme habe ich und so weiter. Und richtig gute Sache, wenn man das erst einmal gepflegt hat, das ist eine Einmalpflege, dann kommt man hier auch in so einen Fortschrittsmonitor. Den fand ich heute richtig, richtig gut, denn da sieht man mal, was wie lange läuft. Also ich bin ja ein Rathaus 12 und dann seht ihr im Moment, haue ich den Gigatesla auf 4. Den kann ich bald als fertig quittieren und dann sieht man auch, was das Ganze kostet, wie lange vor allen Dingen Sachen dauern hier bei den Truppen, bei der Forschung. Man kann alles auf einen Blick, das kann ich mir natürlich auch im Wiki nachlesen, aber ich sehe es ja alles auf einen Blick und wie viele Tage alles läuft. Also ihr seht, das hier läuft wirklich, hier läuft extrem viel, 14 Tage, wenn ihr mal jetzt links gerade drauf geachtet habt. Und ja, richtig, richtig nett sind vor allen Dingen hier unten die Zusammenfassung. Ich brauche also noch 176 Tage und 16 Stunden ohne Helden gerechnet. Nur Gebäude 172 Tage, 16 Stunden, 280 Tage Forschung. Da wisst ihr, wie lange man am Rathaus 12 ohne Bücher natürlich, ohne Gem, schon sitzt, um alles hier durchzumaxen. Verbesserungen, was sie kosten, an Gold und an Elex, finde ich echt sehr nett, ich will es gar nicht wissen. An Forschung brauche ich 1,6 Millionen Dunkles und 109 Millionen Elex, alles klar. Da hier seht ihr so ein bisschen das Einkommen. Ihr könnt euch das Ganze hier unten in so eine Fortschritts-URL packen. Man kann es teilen. Also ich muss sagen, ich war heute richtig begeistert von dem Ding hier. Nicht nur von dem, sondern wenn man hier oben wieder reinklickt, dann kommt man in den Task-Editor. Ein Truppenrechner ist da, Kampfgewichtrechner ist dabei, Matching-Tool ist dabei, also vor allen Dingen, dieses interessiert mich natürlich ein bisschen, allerdings bin ich kein Leader von einem Clan, ich habe zwar meinen kleinen Clan, aber da ist natürlich nichts drin. Hier kann man genau anhand der Kriegsgewichte, kann man eigentlich sein, ja, wie soll man sagen, sein CK so ein bisschen planen, wer macht eigentlich welche Base, ja, und es gibt auch den Kampfgewichtsrechner, da könnt ihr eingeben, allerdings im Moment nur bis Rathaus Level 11, 12 muss hier noch nachgepflegt werden, wie das eigentliche Kampfgewicht eigentlich ist, könnt ihr euch alles mal ein bisschen durchlesen. Und es gibt hier auch einen Taktik-Editor, durch den bin ich noch nicht ganz durchgestiegen. Man kann hier so eine Demo-Basis laden und kann dann glaube ich, hier Truppen setzen, von welcher Richtung zum Beispiel die kommen sollen. Die sollen aus der Richtung kommen und ich glaube, ich kann hier unten, habt ihr jetzt gerade gesehen, habe ich mal Mauerbrecher gesetzt. Ganz, ganz viele Mauerbrecher. Ja, das Ganze kann man wieder rückgängig machen. Also hier kann man so ein bisschen seine Angriffe planen. Was kann man hier noch machen? Es gibt den Truppenrechner, der reicht allerdings auch noch nicht ganz bis Rathaus 12, das seht ihr hier. Es geht im Moment nur bis Rathaus 11 und auch die Truppenkapazität in den Armeelagern ist da gestiegen. Die ist ja jetzt auf 260 mittlerweile, also da müssen die Entwickler bzw. die Betreiber dieser Seite hier noch ein bisschen nacharbeiten, denn so ein bisschen haben sie ja schon getan, das haben wir ja gesehen, anhand des Fortschrittsmonitors. Und also ich finde diese Sachen hier wirklich, wirklich gut. Statistiken, Community ist klar, da kommt man in Foren etc. Und allerdings bin ich auch kein Leader. Ich bin kein Leader und als Leader kann man hier noch ein bisschen mehr machen. Ich müsste jetzt meinem Leader, ich stelle einen Clan oder trete einem bei, mich um ein Kennwort bitten, das er mir geben kann. Dann kann man das mal so ein bisschen tiefer zeigen. Ich wollte es euch einfach nur mal zeigen, dass es sowas hier überhaupt gibt. Und ich bin halt durch Zufall heute, ist schon richtig, hier rein, darauf gestoßen. Ich hatte das ja noch auf. Durch Zufall hier drauf gestoßen, denn ich klicke immer mal wieder im englischen Client einmal die News durch und ich klicke auch immer die Events oder For You durch. Die Events, da kommt ja manchmal was hinzu. Aber For You, und da war ich heute doch schon mal überrascht. Einfach mal so als Laber-Info. Bisschen fahren müssen wir hier auch. Leider mit dem RH10, der ist relativ weit durch, muss ich sagen. Und ich muss noch ein paar Bomben machen. Den Archer-Tor muss ich noch aus der Meisterhütten-Geschichte bauen. Aber im Moment bin ich ganz hart am Minenwerfer bauen. Ich glaube, das ist meine letzte Verteidigung, die hier überhaupt noch hoch muss. Oder, die Feger gehen auch noch mal 9 Tage, richtig. Und ich glaube, so wie ich das gesehen habe, die Bombentürme auch, die tauchen da oben noch nicht auf. Ja, die gehen auch noch hoch. Also hier geht's ganz gemächlich zu, truppenmäßig auch. Wir fahren mal ein bisschen, ne? Würde ich mal so sagen. Ich fahre im Moment ziemlich hoch und da muss ich erstmal Gegner finden.
Ja, und auch ich mache ab und zu mal ein Rathaus 11. Der hat nämlich keinen Adler. Das ist auch eher ein Zehner mit etwas verstärkter Defensivgebäuden. Und wo ist die Queen? Die ist da hinten. Okay, da haben wir zwei Single Infernos. Das ist natürlich gut. Das ist super, dass wir hier zwei Single Infernos haben. Also gehen wir hier mal mit unserer Armee rein. Im Moment farme ich sehr, sehr gerne mal wieder mit den Minern. Die gefallen mir richtig gut zum Farmen. Sie kosten Elex. Das habe ich eigentlich immer ganz, ganz gut beisammen, muss ich sagen. Und dann machen wir hier schon mal den Bogenschützenturm weg, dass der uns am Ende nicht stört. Und vielleicht diesen hier auch. Jetzt bringe ich meine Queen kurz einmal ein bisschen in Wut. Ja, das hat gerade noch so funktioniert. Okay, dann zücke ich hier mal meine Clanburg raus. Denn meine Queen ist jetzt schon so ein bisschen unter Beschuss. Eieiei, okay, da muss ich mal gucken, ob hier überhaupt jetzt meine Riesen mit reingehen. Ich ziehe mal den Dicken auch mit rein hier. Es muss hier nicht unbedingt in die Base gehen. Die sollen nur so ein bisschen abgelenkt sein, mehr nicht. Und jetzt muss ich auch mal schauen. Ich schicke immer ganz gerne hier in den Rücken die Miner mit rein, dass die mir in jedem Fall in die Base reingehen. So, den King muss schon mal zünden. Und jetzt kriegen die nämlich in der Mitte schon mal ganz gut zu tun. Und jetzt schwenken vor allen Dingen die Heiler auf die Miner und nicht mehr auf meine Queen. Hier habe ich auch noch ein paar Miner. Jetzt habe ich zwar meine ganzen Heilzauber schon verbraten, aber ich möchte natürlich ganz gerne das Rathaus mitnehmen. Das Dunkle habe ich schon mal mitgenommen, denn darauf kommt es mir ganz besonders an. Die beiden Infernos, ja, die schon mal, okay, das passt ganz gut. Also Killsquad war vielleicht jetzt nicht ganz so gut, aber die Miner sind ja noch ein bisschen unterwegs. Und wo ist eigentlich meine Queen? Oh, die geht hier außen lang. Das ist nicht schlecht, denn außen sind ja noch so ein paar Sammler gewesen. Das habt ihr eben zum Start gesehen. Und in der Mitte, muss ich sagen, die Miner mit den Heilern schlagen sich nicht schlecht. Okay, jetzt ist die Heilung weg. Aber der hatte auch keine Clanburg. Da habe ich ein bisschen Muzzle gehabt. Und denn der Miner in der Mitte wird das natürlich nicht mehr schaffen. Jetzt zünde ich mal meine Queen. Boah. Kann man nicht meckern hier mit dem RH10, da bleibe ich einfach ein bisschen höher in der Liga, denn hier oben gibt es einfach ein bisschen netter Dunkels und auch der Rest passt ganz gut. Solange wir die Clankriege hier gewinnen, kriege ich auch immer ein bisschen Bonus zurück und den können wir in jedem Fall auch auslaufen lassen. Da oben sind natürlich, schade, da sind noch so schöne volle Sammler, die werden wir aber, denke ich mal, nicht mehr kriegen. Die Kanone wird uns jetzt den gar ausmachen, die ist denn doch ein bisschen stark für eine Queen ohne Heilung. Oder packen wir die noch? Ah nee, das schaffen wir nicht mehr. Okay, aber 85% die eine Bogenschützin hier. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drauf zu warten, bis sie diese Mauer auf hat. Also können wir hier abbrechen. Ich denke, den haben wir ganz gut gemacht. Oh, ja, das lohnt sich in jedem Fall mal. Und ich wollte die Folge heute auch nicht so lange werden lassen und mache deswegen von hier aus jetzt auch kurz einen Dorfbesuch. Und witzigerweise hat mir der TJCOC hier geschrieben, kannst du mich mal bewerten? 1 bis 6. Okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Schulnotenbewertung geht ganz gut. Und wir haben hier ein Rathaus Level 10 mit guten Helden. Gute, ja, find ich mittlerweile ganz gut. So Richtung 30 gehen. Ihr wisst, da bin ich immer ein bisschen weiter auch mit meinen Helden. Auch mit den 9ern habe ich die schon ewig auf 30. Und aber ich glaube, das Rathaus 10 hier ist so ziemlich von den Truppen durch. Und dann geben wir ihm einfach mal eine Bewertung hier für dieses Dorf. Schauen wir mal gerade, verteidigt hat er schon mal. Er hat sich mit dem Dorf, wenn es denn dieses war, bis in die Title League hochgekämpft. Und ich würde sagen, dem Dorf hier können wir, auf jeden Fall ist es maxed out. Da brauchen wir, glaube ich, nicht nachzugucken. Und es ist auch ein echter Zehner. Also Infernos sind hier am Start. Es sind alle X-Bogen fertig. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und ich würde dem mal locker eine 2 geben. Also keine 3. Für eine 3 ist das Dorf viel zu gut. Queen geht hoch. Also super Account hier. Ich denke mal, das sieht richtig gut aus. Und er wird auch zufrieden sein mit dem Account. Denn mit dem Rathaus 10 kannst du ja doch noch ein bisschen mehr machen. Also gar nicht mal schlecht hier. Und ich glaube, die Base verteidige ich auch ganz gut. Hat ja schon mal ein paar Mal verteidigt. Er ist auch relativ hoch. Also ähnlich wie ich auch mit dem Avatar hier. Das kannst du auch mit dem RH10er ganz, ganz gut machen. Da kannst du dich hier oben ganz gut halten. Lot passt. Labor läuft. Wunderbar. Super Ding hier. Also haben wir den Jakob hier einmal durch. Ja, das ist eigentlich schon gewesen. Ich wollte eigentlich nur einmal das Tool vorstellen. Wollte einfach vielleicht mal ein paar Meinungen. Wie haltet ihr das mit den Spenden? Müsst ihr immer Max haben? Oder reicht es euch, wenn ihr so ein Toto im Clan habt, der einfach nur Bodengift möchte? Mehr nicht. Mehr möchte der gar nicht. Und ich
Quick Training die kurz mal nach. Und dann ist es mir egal, ob da jetzt gleich Riesen Level 4 oder 5 drin sind. Hauptsache, sind ein paar Truppen drin. Ich fahre mir einfach nur. Oder ein Level 3 Golem. Vielen Dank. Kann ich an der Stelle in jedem Fall sagen. Vielen Dank. Und ist doch alles in Ordnung. Ich muss da nichts Max haben. Und dadurch können die anderen auch ein bisschen ihre Spenden erhöhen. Also ich kann es noch. Ich glaube, ich bin auch noch im positiven Bereich hier. Ja, bin ich. Und schreibt mir das ruhig mal unter die Kommentare, wie ihr das bei euch haltet. Und schreibt mir auch mal ruhig, ob ihr vielleicht mit so einem Clan-Management-Tool arbeitet. Weiß ich auch nicht. Machen wir, glaube ich, auch nicht. Aber es gibt sicherlich Clans, die machen das. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Clasht.